war von Konzelebranten, die sich um den Hauptkonzelebranten Kardinal Kurt Koch als den Delegat des Papstes versammelt. Mit ihm konzelebrieren der Limburger Bischof, den wir schon gesehen haben, und der Generalrektor der Pannonkiner, Pater Jakob Nambukadam. Außerdem sind eine ganze Reihe von Weihbischöfen angereist aus Tschechien, der Erzbischof Tadeusz Wojda aus Białystok, aus Polen ist da, der Bischof aus Kamerun, Bruno Ateba, Weihbischof Jörg Michael Peters aus Trier und Weihbischof, der emeritierte Weihbischof aus Paderborn, Manfred Grote, der lange Zeit das Bistum als Administrator hier geleitet hat. Sie alle sind gekommen, um an diesem großen Fest teilzunehmen, das heute in Limburg stattfindet, ganz bewusst zusammengelegt mit dem Kreuzfest, das das Bistum immer feiert im Umfeld des Tags der Kreuzerhöhung am 14. September. Kardinal Kurt Koch, der Präsident des Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Nachfolger des deutschen Kardinal Walter Kasper, ist als Vertreter des Papstes zu dieser Zeremonie gekommen. Der Vatikan hat festgelegt, dass Seligsprechungen in Zukunft vor Ort stattfinden, nicht mehr in Rom, und nur Heiligsprechungen werden im Vatikan vorgenommen. So kann die Gemeinde ihren Seligen unmittelbar, die Seligsprechung unmittelbar erleben. Gesungen wird selig, wenn Christus auf dem Weg begegnet. Bischof Betzing wird jetzt den Kardinal begrüßen. Verehrter Herr Kardinal, in Ihnen grüßen wir unseren Heiligen Vater Papst Franziskus. Als sein Vertreter sind Sie heute nach Limburg gekommen zur Feier der Seligsprechung. Wir, das Gottesvolk des Bistums Limburg und die Gemeinschaft der Palotiner, freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Es ist ein Ausdruck dafür, dass wir als Ortskirche mit der Weltkirche verbunden sind. Und das zeigt sich auch in den vielen Gästen, die gekommen sind aus Tschechien, aus Polen, aus Italien. Wir sind Weltkirche, wenn wir ein solches außergewöhnliches Fest miteinander feiern. Unsere Herzen sind heute sehr bewegt, das spüren Sie in dieser Stunde. Und das, was wir feiern hier und jetzt,
das bewegt ja auch die ganze Kirche der Welt. Wir feiern einen Zeugen unseres Herrn Jesus Christus. So darf ich Sie bitten, unser Beten und Singen anzuleiten. Dankeschön. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Mitbrüder im diakonalen, priesterlichen und bischöflichen Amt, liebe Schwestern und Brüder, selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verfolgt und verleumdet werdet. Freut euch, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Diese Seligpreisung Jesu in der Bergpredigt ist in Erfüllung gegangen bei Pater Richard Henkes. Seine Seligsprechung ist die irdische Bestätigung der himmlischen Seligpreisung. Aber diese Seligpreisung gilt für uns alle. Wir alle sind in die Nachfolge gerufen und in der Nachfolge des Herrn selig, heilig zu werden. Oft bleiben wir hinter diesem Ruf zurück und bleiben Gott schuldig, was er von uns erwartet. So wollen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes unsere Sünden bekennen und Gott um sein Erbarmen bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld schenke uns der allmächtige und gütige Gott. Amen. Das Kyrie ist aus der Missa de Angelis, aus dem Gotteslob 108. Bischof und Generalpostulator bitten jetzt um die Seligsprechung. Im Namen des Generalrektors, der Palatiner, des Generalpostulators und im Namen des Gottesvolkes im Bistum Limburg bitte ich um die Seligsprechung des Märtyrers Pater Richard Henkes
und darf den Vizepostulator Pater Probst bitten, die Vita des künftigen Seligen vorzutragen. Richard Henkes wurde im Jahre 1900 in eine große katholische Familie geboren. 7 Jahre besuchte er die Volksschule in Ruppach und weil er Missionar in Kamerun werden wollte, ab 1912 das neu erbaute Studienheim Schönstatt. Im Ersten Weltkrieg wurde er zum Militär einberufen, musste aber nicht mehr an die Front. 1919 trat der Abiturient in das Noviziat der Palutiner in Limburg ein, wurde Mitglied der Palutiner und 1925 in Limburg zum Priester geweiht. Von 1926 wirkte er als Lehrer und Erzieher in verschiedenen Schulen der Palutiner, zunächst im Westen, vor allem im Studienheim Schönstatt, und ab 1931 im Osten des damaligen Deutschland in Katscha, Frankenstein und Strandorf. Sehr bald nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nahm Pater Henkes auf der Kanzel und in der Schule Stellung gegen die nationalsozialistische Ideologie und kam bald ins Visier der Gestapo. Das erste Mal wurde er 1937 wegen einer Predigt in seinem Heimatort angezeigt und verhört. Das zweite Mal wurde er vor einem Sondergericht in Breslau angeklagt wegen Verunglimpfung des Führers. Das Verfahren blieb ohne Urteil, weil es unter die Amnestie anlässlich der Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich fiel. Nach einer Predigt in Branitz, in der er Nazi-Offiziere den Märtyrersoldaten der Römerzeit gegenüberstellte, wurde er am 8.4.1943 in Ratibor verhaftet und von dort am 10. Juli in das KZ Dachau eingewiesen. Auch hier führte er ein religiöses Leben, teilte seine Lebensmittel mit vielen anderen und predigte auch den mitgefangenen Priesterhäftlingen. Nach Ausbruch einer Typhusepidemie Ende 1944 im KZ Dachau ließ sich Pater Henkes bei den Erkrankten in seinem Arbeitsblock 17 freiwillig einschließen und unterstützte sie in ihren leiblichen und geistigen Nöten. Mitte Februar 1945 steckte Pater Henkes sich nun auch an und starb bereits am 22.02.1945. Die Leiche konnte einzeln verbrannt werden. Die Asche wurde nach Kriegsende von den heimkehrenden Palutinern nach Limburg gebracht und in feierlicher Form beigesetzt. Kardinal Koch wird jetzt das apostolische Schreiben mit dem Seligsprechungsdekret verlesen. Lieber Generalrektor, Generalpostulator, ich darf Ihnen die herzlichen Grüße vom Papst Franziskus überbringen. Der Heilige Vater hat heute im Angelus die Seligsprechung der ganzen Kirche verkündet und die Gläubigen auf dem Petersplatz haben den neuen Seligen mit ihrem Applaus begrüßt. Ich darf Ihnen nun das apostolische Schreiben des Heiligen Vaters verlesen. Nos vota fratris nostri Georgi Petzing, indem wir die Bitten unseres Bruders Georg Petzing, Bischof von Limburg, und viele andere Brüder im Bischofsamt sowie viele Christgläubigen erfüllen, gewähren nach Anhörung der Kongregation für die Heiligsprechungen aufgrund unserer apostolischen Autorität
dass der ehrwürdige Diener Gottes, Richard Henkes, Priester, Professor der Gesellschaft der katholischen Apostolates, Märtyrer, unerschrockener Verkünder des Evangeliums und heroischer Zeuge der christlichen Liebe, künftig als Seliger angerufen und jährlich am 21. Februar an den von Recht festgelegten Orten und in der festgelegten Weise seiner Gedenken begangen werden kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegeben zu Rom bei St. Peter am 20. August im Jahr des Herrn 2019, im siebten Jahr unseres Pontifikates Franziskus. Die Kantorin stimmt das Deo Gratias, das Gottesgebot, Gott sei Dank für diesen Akt an. Und im Anschluss daran, an dieses Deo Gratias, wird dann das Bild des neuen Seligen enthüllt. Bischof selbst komponiert wurde. Der Text stammt von Ingvar Scholz. Es
ist ein vergoldetes und versilbertes Messingsensorium, das aus dem Bestand der Diözese umgearbeitet worden ist. Es soll zukünftig im Dom zu Limburg bei Gottesdiensten zum Gedenken an Richard Henkes verwendet werden. Und wie der Vizepostulator gesagt hatte, durch den Glücksfall, dass der Leichnam gesondert verbrannt werden konnte, gibt es tatsächlich noch für ein Reliquiar verbleibende Reste. Des Reliquiars umarmen sich nun der Kardinal und Bischof, und der Bischof bedankt sich für die Seligsprechung. Damit ist der offizielle Ritus beendet. Übergibt dem Bischof und dem Generalpostulaten eine Kopie des apostolischen Schreibens. Aus der Messe Héroïque de Jeanne d'Arc von Henri Libel. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du hast dem seligen Priester und Märtyrer Richard von Jugend auf eine große Liebe zur Wahrheit geschenkt, durch die er die Machenschaften der Lüge durchschaute und beharrlich blieb im Zeugnis für den christlichen Glauben und einem Leben für andere. Wir bitten dich, bestärke auch uns durch sein Beispiel, dass auch wir in deiner Wahrheit und in der Liebe zum Nächsten leben und so die Seligkeit erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn, er lebt mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Die erste Lesung von der Kreuzerhöhung wird von der Provinzoberin der Palutine, Schwester Astrid Meinert, vorgetragen. Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Roten Meer ein, um Edom zu entgehen. Das Volk aber verlor auf dem Weg die Geduld. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser, und es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung. Da schickte der Herr Feuerschlangen unter das Volk. Sie bissen das Volk, und viel Volk aus Israel starb. Da kam das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Betet zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr sprach zu Mose: Mach dir eine Feuerschlange und häng sie an einer Stange auf. Jeder,
der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Stange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Wort des lebendigen Gottes. Der Antwortpsalm im Gotteslob 517. Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben. Lausche mein Volk meiner Weisung, neigt euer Ohr den Worten meines Munds. Ich öffne meinen Mund zu einem Spruch, ich will Geheimnisse der Vorzeit verkünden. Schlug, fragten sie nach Gott, kehrten um und suchten ihn. Sie dachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Täuschten ihn mit ihrem Mund und belogen ihn mit ihrer Zunge. Ihr Herz hielt nicht fest zu ihm, sie hielten seinem Bund nicht die Treue. Doch er ist barmherzig, vergab die Schuld und vernichtete nicht, denn er dachte daran, dass sie Fleisch sind, nur ein Hauch, der vergeht und nicht wiederkehrt. Die zweite Lesung wird in tschechischer Sprache vorgetragen von der Bürgermeisterin Ellen Malchow-Korgma aus Strachowice der Partnerschaft von Ruppach. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Lesung aus dem Brief an die Philipper. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen gegeben, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde
und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Aus dem Gotteslob 174,7. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Es folgt jetzt die Predigt durch Kardinal Kurt Koch. Liebe Mitbrüder im geweihten Amt, liebe Schwestern und Brüder, die Seligen und Heiligen sind die Antworten Gottes auf die Fragen von uns Menschen. Und sie sind die besten Exegeten des Evangeliums, denn sie haben das Wort Gottes nicht nur gelesen und interpretiert, sie haben es vor allem mit ihrem eigenen Leben bezeugt. Das gilt in besonderer Weise vom seligen Palutinerpater Richard Henkes, der sich während der Typhusepidemie, die im Konzentrationslager Dachau im Übergang zwischen den Jahren 1944 und 1945 ausgebrochen war, in den Quarantäneblock 17 freiwillig einschließen ließ, um die von dieser schweren Krankheit betroffenen Häftlinge zu pflegen. Er hat sich dabei infiziert und ist am 22. Februar 1945 in Dachau gestorben. Die Lebenshingabe von Pater Henkes bis zum Tod für andere Menschen hat Papst Franziskus als Martyrium anerkannt. Und der Heilige Vater hat entschieden, dass Pater Henkes selig gesprochen wird. Pater Henkes steht vor uns als Märtyrer der Nächstenliebe, der sein Leben als Opfer für Christus hingegeben und damit Anteil am Kreuz Jesu Christi erhalten hat. Es ist von daher ein sehr schönes und sinnvolles Zusammentreffen, dass die Seligsprechung von Pater Henkes am Fest der Kreuzerhöhung, das in der Diözese Limburg als besonderes Bistumsfest begangen wird, gefeiert werden kann. Denn Pater Henkes ist ein besonders glaubwürdiger Exeget der Verkündigungstexte des heutigen Festes. Es bringt uns das Kreuz Jesu als Zeichen der grenzenlosen Liebe Gottes zu uns Menschen nahe. Der Evangelist Johannes verdichtet das Geheimnis des Kreuzes Jesu Christi in dem wunderbaren Spitzensatz: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Das Kreuz Jesu ist die Erscheinung der größten Liebe Gottes zu uns Menschen. Und es ist das deutlichste Zeichen dafür, dass Jesus sich nicht bloß mit verbalen Liebeserklärungen an uns Menschen begnügt, dass er vielmehr einen sehr hohen Preis für seine Liebe bezahlt hat. Er hat am Kreuz in Liebe sein Herzblut für uns Menschen investiert und uns das kostbarste Geschenk gegeben, das ewige Leben. Das Kreuz Jesu ist keineswegs, wie heute selbst nicht wenige Christen meinen, ein Gegensatz zur Liebe Gottes und kein Widerspruch zur Würde des Gottessohnes, sondern die glaubwürdige Darstellung seiner Liebe zu uns Menschen und zu seiner ganzen Schöpfung. Der Evangelist Johannes
nimmt die in der alttestamentlichen Lesung berichtete Geschichte vom Aufhängen der Schlange aus Kupfer an eine Fahnenstange durch Mose als Vorausbild dafür, dass auch die Erniedrigung Jesu in seinem Leiden und Sterben bereits Erhöhung ist. Das Kreuz Jesu schenkt uns die wunderbare Botschaft: Wer bis in den Tod hinein von Jesus Christus geliebt ist, der darf sich wirklich geliebt wissen und über dieses Werk der Erlösung froh werden. Denn in der Liebe Jesu am Kreuz sind wir erlöst von unseren Sünden, und seine Liebe ist der Wärmestrom der Erlösung, des Geschenks des ewigen Lebens. Das heutige Kreuzfest lädt uns ein, im Geheimnis der Kreuzesliebe Jesu noch etwas tiefer zu bohren. Aus eigener Erfahrung wissen wir alle, dass es Liebe nicht ohne Opfer und nicht ohne Leiden geben kann. Das gilt zumal im Licht des christlichen Glaubens, in dem das Opfer seinem tiefsten Wesen nach nicht mit dem Bösen und der Sünde verbunden ist, sondern mit Liebe. Liebe gibt es nicht ohne Opfer. Liebe als Hingabe des eigenen Lebens für andere ist Opfer. Dieses Liebesopfer hat Jesus am Kreuz für uns Menschen dargebracht, indem er die an ihm geübte Gewalt in Liebe für uns Menschen umgewandelt hat. Die Passion Jesu ist das Urmartyrium und zugleich das Urbild des Martyriums der ihm Nachfolgenden, die Anteilhabe am Kreuzesgeheimnis Jesu erhalten haben. Dieser Zusammenhang ist im Martyrium von Pater Henkes sichtbar geworden. Wie Jesus Leiden und Kreuz nicht gesucht, sondern sich am Willen Gottes für das Leben der Menschen orientiert hat und wegen seiner Liebe zu uns Menschen getötet worden ist, so hat auch Pater Henkes das Martyrium keineswegs gesucht. Aber er hat es als Konsequenz seiner Treue zu seinem katholischen Glauben frei und freiwillig auf sich genommen. Genau darin besteht die Authentizität seines Glaubenszeugnisses. Die christliche Tradition hat die Sehnsucht eines potenziellen Märtyrers nach seinem Getötetwerden geradezu als Infragestellung des Martyriums betrachtet. Das christliche Martyrium ist keineswegs von Todessehnsucht und Lebensverachtung geprägt. Sein entscheidendes Merkmal ist die Liebe. Das christliche Martyrium ist nur echt, wenn es als höchster Akt der Liebe zu Gott und zu den Brüdern und Schwestern verwirklicht wird. So hat es uns das Zweite Vatikanische Konzil erneut gelehrt. Das Martyrium, so heißt es, in der Kirchenkonstitution, das Martyrium, das den Jünger dem Meister in der freien Annahme des Todes für das Heil der Welt ähnlich macht und im Vergießen des Blutes gleichgestaltet, wertet die Kirche als hervorragendes Geschenk und als höchsten Erweis der Liebe. Wie Jesus hat auch Pater Henkes in seinem Glauben darum gewusst, dass es Liebe nicht ohne Opfer geben kann. Von dieser Überzeugung ist seine Spiritualität als Priester tief geprägt gewesen. Bereits vor seiner Priesterweihe hat er die Worte niedergeschrieben: Ich will in der Hauptsache Opferpriester werden, Kreuzträger für andere. Diese Überzeugung, die er kurz vor seiner Weihe zum Ausdruck gebracht hat, ist im Konzentrationslager Dachau harte Realität geworden. Auch an diesem menschenverachtenden Ort hat er seine Glaubensüberzeugung bewährt und seinen christlichen und priesterlichen Dienst an den an Typhus erkrankten Menschen ausgeübt. Sein Leben in Dachau, zunächst auf der Plantage, dann im Postdienst, anschließend beim Desinfektionskommando und schließlich beim Krankendienst im Block 17, ist ein glaubwürdiges Zeugnis seiner Lebenshingabe bis in den Tod, indem er vor allem ein Beispiel der Liebe
bis zur Ganzhingabe seiner selbst für die Kranken ohne Hoffnung auf Überleben gegeben hat. Das Martyrium von Pater Henkes ist freilich nicht zu verstehen ohne seine tiefe Verwurzelung im katholischen Glauben. Im beschwerlichen Leben im Konzentrationslager Dachau hat er sich stets bestärken lassen im persönlichen Gebet und vor allem in der regelmäßigen Teilnahme an der Heiligen Messe. In der Eucharistie, in der wir die sakramentale Vergegenwärtigung des Liebesopfers Jesu am Kreuz feiern und Gott bitten, dass auch wir eine Opfergabe in Christus werden. Die Eucharistie ist ihm die Glaubensverpflichtung bewusst geworden, selbst eucharistische Hingabe für andere zu werden und sich als lebendige Hostie für die Menschen hinzugeben, die seine Liebe nötig haben. Sein Zeugnis des Glaubens und seine Lebenshingabe bis zum Tod wird aber erst vollverständlich auf dem Hintergrund seines ganzen Lebens. Pater Henkes hat mit seinen Augen des Glaubens sehr früh und klar wahrgenommen, dass die nationalsozialistische Ideologie mit dem christlichen Menschenbild schlicht nicht zu vereinbaren ist, weil sie keine menschlichen und christlichen Werte vertritt, sondern neuheidnische Ideen propagiert. Pater Henkes hat sensibel verspürt, was der Propagandaminister Goebbels in seinem Tagebuch hemmungslos notiert hat, dass der Führer tief religiös, aber ganz antichristlich ist und das Christentum von Grund auf hasst. Angesichts dieser neuheidnischen Ideologie hat Pater Henkes geahnt, dass überall dort, wo Gott klein gemacht und aus der Öffentlichkeit verdrängt wird, auch der Mensch klein gemacht wird. Wir haben dies im vergangenen Jahrhundert in den antichristlichen Diktaturen des Nationalsozialismus und des sowjetischen Kommunismus zur Genüge erfahren. In seinem christlichen Glauben ist Pater Henkes überzeugt gewesen, nur dort, wo Gott durch uns Menschen groß gemacht wird, wo wir dasselbe tun wie Maria im Magnificat, Magnificat anima mea, groß soll Gott gemacht werden durch meine Seele. Wo das geschieht, dort wird der Mensch gerade nicht klein gemacht, sondern erhält Anteil an der Größe der Liebe Gottes. Bei seinen verschiedenen Aufgaben als Lehrer und Seelsorger, als Exerzitienbegleiter und Wallfahrtsprediger in Fallendar-Schönstadt und in Oberschlesien ist Pater Henkes immer wieder in Konflikt mit den Repräsentanten des Naziregimes geraten und wurde zweimal von der Gestapo verhört. Als er sich in Branitz in einer Predigt gegen das eugenische Programm der Nazis und konkret gegen den Abtransport von kranken Menschen aus den dortigen Heilsanstalten gewandt hatte, wurde er von der Gestapo verhaftet, während 7 Wochen in Ratibor in Isolationshaft gehalten und zum Abtransport nach Dachau verurteilt. Im dortigen Konzentrationslager hat er die neuheidnische Ideologie der Nazis am eigenen Leib erfahren. Da seine Gefangennahme und seine Verurteilung zum Lager in Dachau von seinem Glaubenszeugnis und seinem priesterlichen Handeln motiviert gewesen ist, steht der Sachverhalt seines Martyriums aus Hass auf den Glauben in Odium Fidei fest. Liebe Schwestern und Brüder, die Fama seines Martyriums hat bereits beim Tod von Pater Henkes begonnen. Auf dem Weg der Bestechung des Krematoriumswärters durch priesterliche Mitbrüder konnte erreicht werden, dass der Leichnam von Pater Henkes einzeln verbrannt und seine Asche so geborgen werden konnte. Später wurde sie nach Limburg gebracht, wo sie im Friedhof der Palutiner aufbewahrt ist. Wenn heute seine Reliquien im Gottesdienst erhoben worden sind, drücken wir damit unseren Glauben aus, dass Gott in seiner Liebe so treu zu uns Menschen steht, dass er sich zu unserem ganzen Menschsein und damit auch zu unserer Leiblichkeit bekennt. Die heutige Feier der Seligsprechung
ist gewiss ein Tag der Freude. Zunächst für die Gemeinschaft der Palutiner, das Bistum Limburg, besonders für die Heimatpfarrei Ruppach im Westerwald und für die Katholiken in Tschechien, wo Pater Henkes auch gewirkt hat. Es ist ein Tag der Freude für die ganze Kirche in Deutschland, indem die heutige Feier uns nahelegen will, dass die eigentlichen Reformen der Kirche die Seligen und Heiligen sind. Denn wir können in struktureller Hinsicht nur das Äußerste tun, wenn wir auch bereit sind, im Glauben das Innerste zu tun, wie Papst Franziskus in seinem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland in Erinnerung gerufen hat. Und es ist ein Tag der Freude für die weltweite Kirche. Denn in Pater Richard Henkes steht ein authentischer Zeuge des Glaubens vor uns, der in seinem Gottvertrauen und in seiner Opferbereitschaft das christliche Menschenbild gegen die menschenverachtende Ideologie der Nazis verteidigt und sich für die Würde des Menschen mit jenem großen Mut eingesetzt hat, der ihm das Leben gekostet hat. Pater Henkes ist ein Märtyrer der Nächstenliebe in tiefer Verbundenheit mit Christus. In seinem Geist begehen wir das heutige Fest nur, wenn wir seine Seligsprechung als Verehrung Jesu Christi begehen. Denn der christliche Märtyrer stirbt nicht einfach für eine Idee, und sei es auch die höchste Idee der Menschenwürde. Er wird vielmehr mit Christus gekreuzigt und stirbt mit jemandem, der schon vorweg für ihn gestorben ist. In dieser Verbindung zwischen dem Kreuzestod Jesu und dem Glaubenszeugnis des Martyriums leuchtet der tiefe Sinn auf, dass wir die Seligsprechung von Pater Richard Henkes am Kreuzfest feiern dürfen. Die Reliquien des heiligen Richard, des seligen Richard und der Kreuzesreliquie sind so eng beieinander, dass sie uns diesen Zusammenhang erst recht verdeutlichen. Denn über dem heutigen Kreuzfest steht der Eröffnungsvers: Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist uns Heil geworden und Auferstehung und Leben. Durch ihn sind wir erlöst und befreit. Amen. Das Credo aus dem Gotteslob, Nummer 180.
Die Fürbitten werden auf Tschechisch und auf Deutsch im Wechsel vorgetragen. Jesus Christus, Retter der Welt, du hast den seligen Richard Henkes in deine Kreuzesnachfolge gerufen und ihm den Lohn im Himmel geschenkt. Auf seine Fürsprache bitten wir. Pater Richard Henkes ist in seiner Familie, seiner Heimatgemeinde und in der Schule in Fallenda in den Glauben der Kirche hineingewachsen, der ihm ein Leben lang Halt gab. Wir beten für die Familien und für die Gemeinden, für die Schulen und Ausbildungsstätten, dass sie Orte sind, in denen Kinder und Jugendliche Orientierung finden und Vertrauen zu Gott und den Menschen. Christus erhöht am Kreuze. Pater Henkes hat vor seiner Priesterei in Limburg mit seinem Glauben und seiner Berufung stark gerungen. Wir beten für alle, die nicht an Gott glauben können, für die Christen, die von Enttäuschung und Zweifel geplagt sind, für die jungen Menschen auf der Suche nach dem Weg ihres Lebens, und wir beten um Berufungen. Pater Henkes hat in Schule und Predigt ohne Angst vor persönlichen Nachteilen das christliche Menschenbild verkündet. Wir beten für alle Frauen und Männer, die sich heute in Kirche und Gesellschaft, in Kultur und Medien, in Wirtschaft und Politik für Wahrheit und Wahrhaftigkeit einsetzen und für die Würde eines jeden Menschen. Christus erhöht am Kreuze. Pater Henkes war Seelsorger in Orten, die heute zu Tschechien, Polen und Deutschland gehören. Wir beten für ein gutes und versöhntes Miteinander aller Menschen und Sprachen, aller Konfessionen und Religionen in Europa, zum Wohle aller Völker der Erde. Christus erhöht am Kreuze. Pater Henkes hat sich freiwillig in die lebensgefährliche Pflege kranker Mithäftlinge in Dachau begeben. Wir beten für alle Frauen und Männer, die sich heute uneigennützig in den Krisen- und Kriegsgebieten unserer Welt der leidenden Menschen annehmen, und für alle, die alte und kranke, gehandicapte und hilfsbedürftige Menschen unterstützen. Und wir beten für die Verstorbenen. Christus erhöht am Kreuze. Wir beten.
Seliger Richard Henkes, unser Vorbild an Menschlichkeit und Wahrhaftigkeit, bitte für uns, dass wir den Weg Jesu in unsere Zeit entschlossen gehen. Bring unsere Anliegen vor Gott, den Dreifaltigen. Ihm sei die Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen Gemeinde und Chor das Lied aus dem Gotteslob: Herr, du bist mein Leben.
des heutigen Tages geht an ein Jugendzentrum der Palutiner in Nigeria und an ein Projekt der Ackermann-Gemeinde im Bistum Ostra-Troppau, Ostra-Opava. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr unser Gott, dieses heilige Opfer hat auf dem Altar des Kreuzes die Sünde der ganzen Welt hinweggenommen. Es mache auch uns rein von aller Schuld, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Du hast das Heil der Welt auf das Holz des Kreuzes gegründet. Vom Baum des Paradieses kam der Tod, vom Baum des Kreuzes erstand das Leben. Der Feind, der am Holz gesiegt hat, wurde auch am Holze besiegt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Auch das Sanctus ist wieder aus der Messe Héroïque de Jeanne d'Arc. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung weisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und zum ersten Mal wird jetzt im Hochgebet der Name des Seligen angerufen. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Georg und Nikolaus, dem seligen Richard und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihren Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof George und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk, deine Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gemeinschaft,
Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So hat der Herr zu seinen Aposteln gesprochen und im Vertrauen auf diese Verheißung bitten auch wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Schenkt einander ein Zeichen dieses Friedens. Während im Dom, auch vor dem Dom und in der Stadtkirche, in die diese Feier übertragen wird, der Friedensgruß ausgetauscht wird, erklingt das Agnus Dei aus der Messe Heroique de Jeanne d'Arc. Wir hören wieder den Domchor unter der Leitung auch der Kantorin Judith Kunz an der Orgel Carsten Igelbrink. Thank you.
Seht Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Wesen mein Dach, aber sprich dein Wort, so wird mein Seele. So spricht der Herr, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Zur Kommunionausteilung wird das Os Justi von Anton Bruckner musiziert. Der Text: Der Mund des Gerechten wird auf Weisheit bedacht sein und seine Zunge wird sprechen, was recht ist. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Schritte werden nicht wanken.
In sogenannten Graphic Novels hat Volker Schlecht versucht, das Leben von Pater Richard Hengist darzustellen. Und ein zentraler Satz, einer muss da sein, es zu sagen, den hat er gesagt auf die vielen Warnungen hin, dass er doch vorsichtiger sein solle in seinen Äußerungen gegenüber dem nationalsozialistischen Regime. Aber er ließ sich nicht beirren. Er wurde dann aufgrund seiner Äußerungen mehrfach verhört und schließlich eingesperrt. Man ist der Willkür der Menschen ausgeliefert und so hat bloß das eine einen Sinn, schreibt er. Später, aus Dachau, schreibt er, es ist und bleibt ein Opferleben. Es ist schwer, immer unter Zwang zu stehen, stets bewacht zu sein, schwer das enge Zusammenwohnen, schwer die ungewohnte Arbeit, schwer das Getrenntsein von lieben Menschen und der Berufsarbeit. Ich will es nicht leugnen, dass ich oft Heimweh habe und die Gedanken viel bei euch sind und bei meiner Gemeinde. Aber andererseits muss ich gestehen, dass alles eine große Gnade ist. Wir fühlen es, dass wir unter dem sichtbaren Schutz Gottes stehen. Und wenn wir auch einen Kreuzweg gehen, dann geht der Heiland doch mit. Sonst wäre es wohl nicht erträglich. Pater Henkes war im sogenannten Priesterblock untergebracht. Mit ihm ganz viele andere Geistliche, von denen auch einige mittlerweile selig gesprochen sind. Zum Beispiel Pater Engelmar, der gerade erst vor kurzem selig gesprochen wurde, Karl Leisner, Titus Brandsma, um nur einige zu nennen, und natürlich auch Josef Kentenich, der Palutiner, mit Richard Henkes. Sie alle waren im sogenannten Priesterblock. Und noch ein Text. Auf der Lagerseite, wo ich arbeite, ist eine Epidemie ausgebrochen. Und damit sie nicht weiter um sich greift, sind wir gänzlich isoliert worden. So bin ich von den anderen getrennt und kann nur auf Umwegen mit ihnen verkehren. Sonst sieht es recht schlimm bei uns aus. Die Leute sterben in Massen, weil sie völlig ausgehungert sind. Es sind dann nur noch Gerippe. Ein grauenhaftes Bild. Ich habe mich gegen Typhus impfen lassen und ich hoffe, dass mich der Herrgott beschützt. Das Gottvertrauen von Pater Richard Henkes hat ihm die Kraft gegeben, diese schlimme Situation im Lager durchzustehen. Das tägliche Gebet und auch die Feier der Eucharistie haben ihm Kraft gegeben. Sein Glaube hat ihm geholfen und hat ihn auf den Weg ins Martyrium gestützt und begleitet. Die Gemeinde singt jetzt aus dem Gotteslob das Lied »Selig seid ihr«.
in einem Hirtenwort, das Bischof Georg Betzing heute an alle Gemeinden seines Bistums geschrieben hat, zitiert er auch den Papst zum Thema Heiligkeit. Aber Jesus das Christus, höre ich später. Du hast am Holz des Kreuzes der Welt das ewige Leben erworben. Führe uns durch diese Feier, in der wir deinen geopferten Leib empfangen haben, zur Herrlichkeit der Auferstehung, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Der Generalrektor bedankt sich nun für die Seligsprechung bei Kardinal Kurt Koch. Sehr verehrter Kardinal, herzlich darf ich Ihnen danken für die Seligsprechung unseres Mitbruders Richard Henges und für die treffenden Worte, die Sie in Ihrer Ansprache gefunden haben. Übermitteln Sie bitte den Heiligen Vater meine Grüße und unseren Dank, dass er diese Würdigung unseres Mitbruders ermöglicht hat. Denn Vater Henges ist auch heute vielen Vorbild und ein Fürsprecher für uns. Danken möchte ich auch Bischof Georg Betzing und seinen Vorgänger Bischof Franz Kampfhaus sowie den vielen Frauen und Männern im Bistum, die über viele Jahre die Seligsprechung von Vater Henges betrieben und die das heutige Fest vorbereitet haben. Ich danke meinen Mitbrüdern, die ihre Ernährung an Vater Henges wachgehalten und gepflegt haben. Besonders danke ich Pater Manfred Probst. Ich bin sehr beeindruckt, wie viele Menschen heute hier in Limburg sind. Aus der ganzen Diözese, aus dem Westerwald, der Heimat von Vater Henges, aus seinem Dorf und seiner Familie, aus Tschechien und aus Polen. Ihnen alle danke ich herzlich, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, heute hier in Limburg lebendige Kirche, ja Weltkirche, erleben zu können. Dieses Ereignis und der neue Selige stärken unsere Freude, Kirche Jesu Christus zu sein und machen Mut für unsere Wege im Alltag. Vielen Dank. Liebe Schwestern und Brüder, im Namen des Heiligen Vaters darf auch ich herzlich danken allen, die zu dieser Seligsprechung beigetragen haben. An erster Stelle danke ich allen Gläubigen, die im Pater Richard Henges einen Seligen wahrgenommen haben. Ohne diese Verehrung am konkreten Ort gibt es keine Seligsprechung. Sie haben wesentlich dazu beigetragen und werden es weiterhin tun, wenn Sie ihn verehren und als Vorbild nehmen. Ich danke vor allem den Gläubigen aus Tschechien, die initiativ geworden sind für diese Seligsprechung. Ich
danke der Gemeinschaft der Palutiner für ihr Engagement. Ich danke Bischof Franz Kamphaus, der diesen Prozess eröffnet hat, und Bischof Georg Betzing, der ihn zu Ende geführt hat, damit wir heute da sein können. Wir wollen Gott danken, dass er uns immer wieder Selige und Heilige schenkt, die uns den Weg weisen in diese Zeit, die uns zeigen, was es heißt, Christ zu sein und was es heißt, heilig zu werden. Wir alle, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, sind berufen, heilig zu werden. Nämlich unser Leben im Gebet einzufalten, um es im Alltag des Lebens auszufalten. Dazu wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Gemeinde und Chor singen das Lied Holz auf Jesu Schulter, Gotteslob 291. Der Kreuzreliquie den Pontifikalsegen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Gehet hin in Frieden. Das Te Deum, großer Gott, wir loben dich. Und ich hatte Ihnen noch versprochen, das Zitat des Papstes zum Thema Heiligkeit zu sagen. Es gibt Zeugnisse, die als Anregung und Motivation hilfreich sind, aber nicht als zu kopierendes Modell. Das könnte uns nämlich sogar von dem einzigartigen und besonderen Weg abbringen, den der Herr für uns vorgesehen hat. Worauf es ankommt, ist, dass jeder Gläubige seinen eigenen Weg erkennt und sein Bestes zum Vorschein bringt, was Gott so persönlich in ihn hineingelegt hat. Und nicht, dass er sich verausgabt, indem er versucht, etwas nachzuahmen,
was gar nicht für ihn gedacht war. Wir alle sind aufgerufen, Zeugen zu sein. Richard Henkes.